Kindergeburtstag bedürfnisorientiert feiern. Kathi, sag mal, wie machst du das denn? Ja, wir haben das ja erst vor kurzem gemacht. Unsere Tochter ist 5 Jahre alt geworden und daran lasse ich dich jetzt mal so ein bisschen teilhaben in der Hoffnung, dass du Impulse für dich daraus ziehen kannst. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, damit ich auch an wirklich alles denke. An erster Stelle steht ja, wie du diese Woche hoffentlich schon gemerkt hast, dir notiert hast, deine Leichtigkeit. Na, im Umgang mit einem Kindergeburtstag. Also weniger ist mehr, Einfachheit steht für mich da ganz weit oben. Wie habe ich mich um meine Leichtigkeit gekümmert? Also ich bin ja jetzt schon seit 13 Jahren Mama, also ein bisschen Erfahrung habe ich ja schon. Das heißt auf jeden Fall, es werden so viele Gäste nur eingeladen, wie das Kind alt wird. Das waren 5. Im besten Fall kann ein Kind nicht. So war es bei uns. Also waren es dann am Ende 4 Gäste. Und genau, ach oh Gott, was habe ich alles gemacht? Klar ist, wir haben so einen Geburtstagskuchen, das insgesamt 20 Minuten dauert das. Das ist so eine Art Brownie-Ding. Das kriegt jeder von mir zum Geburtstag. Und dafür habe ich, das Thema unserer Tochter ist zurzeit Einhorn, habe ich so Einhornaufstecker besorgt und natürlich Kerzen, die ich da drauf stecke. Und manchmal mache ich dann noch so einen Aufguss drüber, habe ich gar nicht gemacht. Oder Streusel, finde sie super oder so, ne? So bunte Schoko-Dinger noch da drauf oder so. Genau, also das ist schon mal easy. Dann war natürlich klar, Thema Einhorn. Also machen wir eine Einhornparty. Entsprechend haben wir eine Einladung gebastelt und die bastelt meine Tochter mit. Das heißt, ich habe überhaupt gar keinen Anspruch, dass die perfekt auszusehen hat, sondern die sieht so aus, wie das Kind sie eben mit mir bastelt. Und das Kind ist 5 Jahre alt geworden. Also kannst du dir vielleicht ungefähr vorstellen, wie die Einladungskarte aussah. Und auf die kommt ganz kurz nur die Info, wann. Wo, von wann bis wann und was wir machen. Ich schreibe das gern für die Eltern drauf, dass die einfach so ein bisschen Bescheid wissen, dass die Kinder sich auch schon wissen, worauf sie freuen können. Bei uns war das eine Einhornparty mit Disco-Tanz und Schatzsuche. Bäm! Das hört sich einfach mega an. Die Kinder sind durchgedreht. Einhornparty, sie konnten, es gab kein Halten mehr, haben mir die Eltern erzählt. Und das dann so, oh, jetzt hast du ja fett aufgefahren. Denk an deine Leichtigkeit, denk an die Einfachheit. Also Einhornparty war klar, alles im Thema Einhorn, nur alles, was ist alles? Also wir haben die Standard Geburtstagsdeko, da wird auch nicht weiter aufgestockt. Das sind 2 Girlanden, die wir jedes Jahr benutzen, so ein Zug für den Tisch. Und Einhorn, dann habe ich Einhornstoff, nee, nicht Stoff, sondern mit Papierservietten besorgt. Dann habe ich für jedes Kind, habe ich einmal so einen Papierbecher bestellt mit Einhörnern drauf. Genau das. Und das war es thematisch. Was war noch? Lass mich überlegen, es ist ja doch schon ein bisschen her. Achso, die Schatzsuche natürlich. Also da könnt ihr jetzt natürlich mega fett auffahren, ne? Und ich mache die geilste Schatzsuche ever und vergraben und so weiter. Also, nee. Das machen wir nicht. Ich habe mir als Vorlage hier Kokosnuss genommen. Da gibt es in einem Buch, sind die auf der Suche nach einem Schatz. Das hatten wir zufällig kurz vorher gelesen. Und da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert und ich habe halt ein DIN A4-Blatt genommen und habe das einfach durch 4 geteilt. Und ich wusste, wir machen das auf einem Spielplatz. Und ich konnte mich so vage erinnern, wie das da aussieht. Und da gab es Station 1. Da habe ich ein Säckchen gemacht, einfach einen Sack, den ich zu Hause hatte, einen Stoffsack. Da kam die Karte rein, wo abgebildet war, wo der nächste Hinweis ist. Da habe ich einfach eine Schaukel hingemalt, also hing dann wieder an der Schaukel. Nächster Stoffbeutel von mir. Ich habe so irgendwie viele kleine Stoffbeutel. Sonst hätte ich was anderes genommen. Also ich besorge da nicht extra was für. Und da kam der nächste Hinweis hin. Und wie sind die überhaupt zum ersten Hinweis gekommen? Weil in meiner Geburtstagskarte an meine Tochter war schon der erste Teil der Schatzkarte drin. Mit einer Einhornkarte, auf der drauf stand, die ich zufällig auch noch zu Hause hatte, drauf stand, mir hat ein Einhorn geflüstert und du gehst mit deinen Freundinnen an dem Tag deiner Party zu der Rutsche auf Spielplatz XY. Ja, und da wirst du den nächsten Hinweis erfahren. Ja, und dann sind wir dahin nachmittags zu dem Spielplatz und dann habe ich denen gesagt, so ihr bleibt jetzt hier, ich gucke mal eben, ob da alles klar ist. Also ist mein Mann mit den 5 Kindern da stehen geblieben und ich bin kurz auf dem Spielplatz und habe die Stoffsäcke da verteilt. Genau, und der Schatz an sich, auch das hätte natürlich ein Mega-Ding sein können. Das war einfach eine Kiste, die wir eh schon hatten in Rosa.
so eine kleine Kiste. Also ich habe es mir wirklich sehr einfach gemacht. Am Ende, ich will dir sagen, meine Tochter hat gesagt, Mama, es war der schönste Tag meines Lebens. Und das ist das, was wir am Ende wollen, dass die Kinder glücklich sind. Und dafür braucht es nicht mehr, sondern entspannte Eltern. Weil wenn ich total gestresst gewesen wäre, das überträgt sich doch auf die Kinder. Also, ich diese Box genommen, alles rausgeräumt, was da drin war. Und da habe ich für jedes Kind einen Bleistift, Einhornbleistift, den habe ich tatsächlich mit dem ganzen anderen Kram besorgt. Für jedes Kind Seifenblasen und für jedes Kind noch, ich habe mir noch so eine ganz kleine Piñata, Einhorn-Piñata besorgt, weil es die zufällig gab, da wo ich die anderen Sachen besorgt habe, und da war für jedes Kind ein Mauam drin. Weil ich ja auch mit dem Zuckerkonsum, ne, also es gibt ja sowieso schon mehr Zucker als sowieso, begrenze ich es dann einfach ein bisschen. Der Kuchen hat es auf jeden Fall schon in sich und da essen die ja auch so viel sie wollen und dann gibt es halt da noch ein bisschen was, um einfach auch die Kinder dabei zu unterstützen, nachher nicht komplett durchzudrehen, weil es gibt Kinder, die unter Zuckerkonsum einfach ein Problem haben, was übrigens körperlich zu erklären ist. Da wollen wir jetzt gar nicht weiter eintauchen. Also die Schatzsuche habe ich auch super einfach, habe ich am Abend noch kurz aufgemalt und habe dann noch angefangen, das mit dem Feuerzeug abzubrennen, damit es so ein bisschen oll aussieht. Habe ich dann gelassen, weil es dauerte mir zu lange. Hat meine Tochter mich übrigens am nächsten Tag gefragt, Mama, was ist das hier eigentlich, was hast du denn da gemacht? Also ich glaube, hat sie sich so ein bisschen gewundert. Ich hätte es mir sparen können. Ich habe es ja dann auch aufgehört. So, Gäste habe ich gesagt. Dann haben wir im Vorfeld noch angefangen, das kennt ihr ja bestimmt auch, schon mal so eine Wunschliste zu schreiben. Und immer wieder, wenn wir die Wunschliste vorgeholt haben, die hing auch präsent, wochenlang in der Wohnung, zu sagen, das sind Wünsche. Und einige davon werden sich erfüllen, andere darfst du behalten. Weil nur weil ich den Wunsch am Geburtstag nicht erfüllt bekomme, heißt das ja nicht, dass der Wunsch, der Traum vorbei ist. Ne? Nur es geht auf jeden Fall darum, eben das Kind auch schon vorzubereiten, dass das alles Wünsche sind und die darfst du aufschreiben und wir werden sehen, welche sich erfüllen. Und diese Wunschliste, da darf alles drauf, was kommt, das legitimiere ich über, also das gehe ich, wie sagt man, nee, limitiere ich überhaupt nicht. Und dann überlege ich mir ganz genau, weil ich versuche gerne so wenig wie möglich, wir haben so viel Kram, finde ich, dass wir auf jeden Fall immer ein Geschenk machen, was wir den Großeltern vorschlagen, beide Seiten. Natürlich dürfen die sagen, nee, das möchten sie nicht mitschenken. Meistens, also sie haben eigentlich immer ja gesagt, bei uns war es ein neues Fahrrad und das haben wir dann durch drei geteilt. Und damit sind die schon mal abgefrühstückt. Und wenn die dann noch was Kleines haben, Herrgott nochmal, die Eingroßeltern waren nicht vor Ort, ne? Die schicken dann noch was. Und Oma backt übrigens auch immer einen Kuchen. Dann habe ich mir das schon gepaart. Das heißt, den Geburtstagskuchen morgens gab es von Oma. Den für nachmittags gab es dann, nee, den gibt es auch noch von Oma. Mensch, was rede ich denn da? So was nehme ich bei meinem Sohn. Also der Geburtstagskuchen kam von Oma mit Einhorn drauf und so weiter. Den gab es auch nachmittags und den anderen Kuchen, den gab es dann im Kindergarten. So was nämlich, weil auch da müssen wir jetzt nicht groß auffahren. Ihr könnt auch einfach Melone geschnitten mitbringen oder so, ne? Geht auch. Moment. Es gibt noch einiges zu berichten. Wo waren wir denn stehen geblieben jetzt? Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Geschenkeliste. Also haben wir die Großeltern schon mal abgefrühstückt. Meine Eltern wollten auch gerne noch was Kleines mitbringen. Dann haben gesagt, naja, also ein T-Shirt, Kleid können wir immer hier brauchen. Ne? Und wenn dann die Gäste fragen, das sage ich jedes Mal, du fühlt euch frei. Einhorn ist ein mega Thema. Ich finde immer so zwischen 10 und 12 Euro macht ein kleines Ding draus. Wenn ihr mehr ausgeben wollt, es gibt keine Grenzen, nur ich sage immer so, ey, das ist doch irgendwie so, ist doch völlig okay. Und es gibt sogar teilweise Sachen, und das haben wir dieses Jahr auch so gemacht, ich gehe vorher gerne in so einen Krimskramsladen, Philipsladen hier in Berlin, der hat gebrauchte Sachen, da geben wir auch gerne gebrauchte Sachen von uns ab und dann kriegst du einen Geschenkgutschein, den du da einlösen kannst oder du kriegst Geld. Und so verringerst du so ein bisschen das Kinderzimmer, ne? Die Sachen im Kinderzimmer. Und dann sind wir hingegangen und ein bisschen geschlendert und so weiter. Und dann, gibt es so ein paar Sachen, die ihr halt gefallen. Und dann mache ich davon Fotos, gucke, wie viel die kosten und so weiter. Und das schicke ich dann gern mal rum. Und immer freiwillig. Es ist nur eine Idee. Und meistens freuen die Leute sich so sehr, wenn sie eine Idee kriegen. Und der Laden ist natürlich für alle hier gut erreichbar. Der ist im Kiez und es ist preislich auf jeden Fall machbar. Und meine Tochter hat einen Wunsch und der wird dann erfüllt. Ich meine, das ist natürlich eine herrliche Sache. Genau, und manche fragen ja gar nicht, ist auch in Ordnung. Ne? Also, manche fragen, manche nicht. Und manche fragen auch ich, wo ich sage, ey, ich habe eine Idee für ein Geschenk, darf ich euch einen Vorschlag machen? Können sie auch ja oder nein sagen. Ne? Also, in der Regel freuen die sich total. Geschenkeliste habe ich auch.
Also der Ablauf des Geburtstags ist natürlich ganz wichtig. Unsere Tochter ist ja relativ schnell reizüberflutet. Es war auch tatsächlich ihre erste Geburtstagsparty in ihrem Leben. Der fünfte Geburtstag war ihre erste Geburtstagsparty. Bis dahin haben wir keine Geburtstagsparty gemacht, weil wir wussten, es ist zu viel für sie und haben im familiären Kreis geheiratet, gefeiert. Genau. Und 2,5 Stunden haben wir angesetzt. Und zwar, dass es bei uns in Ruhe das Mittagessen gab, dass es den Mittagsschlaf gibt, dass wir nach dem Mittagsschlaf noch ein bisschen Zeit haben zum Luftholen. Es ging also um 3:30 los und es ging bis 6 Uhr, inklusive kleinem Abendessen. Das war einfach Pommes mit Wiener Würstchen. Auch da halte ich es gerne einfach. Ich muss da keinen riesen Dinner auffahren. Die essen sowieso nichts. Verstehst du? Die haben Kuchen in sich reingezogen, die sind völlig uffierig, dann haben sie noch ihre Mauams gegessen. Und also die haben kaum was gegessen davon, das war mir klar, deswegen haben wir auch nur ganz wenig gemacht. Und das mache ich auch gerne wirklich so, dass die gegessen haben, wenn die Eltern kommen. Weil, also ohne Eltern ist klar, ne, haben wir gefeiert. Auch ein Grund, warum wir den vierten Geburtstag noch nicht gefeiert haben mit anderen Kindern, weil das wäre ohne Kinder schwierig gewesen bei manch oder anderen. Und diesmal war das wirklich machbar. Und wenn die Eltern kommen, die Kinder sind fertig, die sind abfahrtbereit, abschiedsbereit, genau. Und was sollte ich noch sagen? Die Party, ganz klar, ich sage euch mal kurz den Ablauf. Also sie sind gekommen, da gab es Kuchen auf einem Boden. Meine Tochter wollte gerne ein Picknick machen, also haben wir einfach eine Decke auf dem Boden und da gab es den Kuchen. Und die eine brauchte noch ein bisschen, um sich von der Mama zu verabschieden. Das war kein Problem. Nach dem Kuchen ging es dann zum Spielplatz. Für den Kuchen habe ich so 1/2 Stunde eingeplant. Dann ging es zum Spielplatz. Da sind wir ein bisschen gelaufen. Da ist diese Mama noch mitgekommen, weil es der Kleinen so schwer fiel. Ist doch gar kein Problem. Und auf dem Spielplatz dann die Schatzsuche. Dann habe ich Mahlkreide mitgehabt. Genau, was zu trinken und Melone. Dann gab es so ein bisschen freies Spiel, hier Angebot, Mahlkreide, Klettern und so weiter. Das ging irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann Abmarsch, nach Hause gedackelt. Und zu Hause gab es dann, während die Würstchen warm gemacht wurden und die Pommes fertig gemacht wurden, gab es die Disco. Da haben wir die Disco-Kugel genommen, die wir eh schon von dem Großen haben, haben die Gardinen zugezogen und haben Einhornmusik angemacht. Und interessanterweise hatte eine Gästin Konfetti mitgebracht und das haben wir platzen lassen. Und es war die Mega-Gaudi. Ja, nach 1/4 Stunde waren die Würstchen fertig, die Pommes. Dann haben sie ein bisschen was gegessen und dann kamen auch schon die Eltern um 18 Uhr. Da habe ich jedem Kind geholfen, die Sachen einzusammeln und habe dann auch dazu beigetragen. Also ich habe jetzt nicht lange noch mit den Eltern gequatscht, sondern ab dafür. Weil dieses Gerede von den Erwachsenen, das ist für die Kinder dann, die sind ja eh schon recht reizüberflutet, die einen mehr, die anderen weniger. Relativ anstrengend. Ne? Und ich will dann auch Feierabend haben, damit ich meine Tochter nach der Party auch noch begleiten kann und den Tag verabschieden kann und sie ins Bett bringen kann. Eine Sache wollte ich sagen, es gab einen Konflikt und zwar auf dem Weg vom Spielplatz nach Hause und meine Tochter hat eine Freundin, die haben es ganz gerne miteinander und gab es einen Konflikt auf dem Spielplatz, da war ich nicht dabei und dann wurde meine Tochter, hat die dann so weggeschubst und da habe ich sofort gesagt, stopp, alle bleiben heile Finger weg, habe sie weggenommen. Und ich wusste sofort, sie hat jetzt hier gerade ein Problem, Orientierung, wer ist für wen zuständig und so weiter. Ich kenne ja meine Tochter, da fällt mir noch was ein, ich habe was vergessen, es dauert noch ein bisschen. und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, Papa ist jetzt für deine Freundin zuständig, ich bin für dich zuständig. Ich habe meinem Mann gesagt, hier, das ist dein Job, ja, ich bin hier auf dem Nachhauseweg und dann ging die vor und dann hat meine Tochter mir noch so gerufen, du sollst ja, und ich habe gesagt, pass mal auf, Fräulein, Papa kümmert sich, ne? Ich für dich, Papa für sie. Das habe ich noch 2-3 Mal gesagt, habe meinem Mann noch schnell eine SMS geschickt, weil ich ein bisschen weiter vorging. Wartet vor der Haustür auf mich. Geht auf gar keinen Fall vorher schon rein. Hätte ja passieren können, ne? Und dann haben die vor der Haustür gewartet. Und dann dachte ich so, Fuchs die Henne, du. Orientierung. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, Mädels. Jetzt stellen wir uns hier in Reih und Glied auf. Und zwar nach Alter, wobei das Geburtstagskind heute vorne steht. Egal, wer älter ist. Und dann habe ich angefangen. Tochter, dann kam das Älteste, die älteste Gästin, dann die Zweitälteste, die Drittälteste und die Viertälteste. Genau, dann sind wir nämlich schon bei 5. Du, in Reih und Glied, wie die Hühner auf der Stange, alle parat, da war die Gerechtigkeit hergestellt, die Orientierung und ich sage, und so gehen wir jetzt in die Wohnung. Und auf einmal war Ruhe, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Frieden.
Dazu übrigens mehr in meinem neuen Videotraining, GfK-Videotraining, elterliche Macht fürsorglich einsetzen zum Thema Hierarchie in der Familie. Da zählt das auch so ein bisschen zu, die Gerechtigkeit. Nicht so ein bisschen, sondern voll dazu. Das wäre der einzige Konflikt. Und wollte ich noch sagen, Thema Orientierung. Meine Tochter, unsere Tochter, liebt Orientierung. Das gibt ihr unglaublich viel Sicherheit. Auch dazu mehr im Video-Online-Training elterliche Macht fürsorglich einsetzen, warum das so wichtig ist und so weiter. Und wir haben eine Liste gemacht, an der wir die Geburtstagstage abgezählt haben. Sie malt gerne so Listen. Ich trage die Tage ein und dann streicht sie durch. Ihr könnt das auch mit Fähnchen machen, die aufhängt, wo sie die Dinger abreißen und ach, weiß der Geier was. Wir haben also eine Liste gemacht, wann der Geburtstag stattfindet. Dann war sie natürlich sehr nervös, der Tag an sich. Ich habe dann irgendwie einen Tag vorher gesagt, mein Gott, dieses Kind kommt gar nicht zur Ruhe, obwohl wir so abzählen und so weiter. Ich habe gesagt, du würdest gerne wissen, was wir da machen. Du hast eigentlich gar keine Ahnung, ne, wie so ein Geburtstag abläuft, so eine Party. Nee. Und du würdest gerne wissen, wie dein Tag morgen aussieht. Ja. Ich habe gesagt, du, dann machen wir doch einen Plan. Ja, und dann habe ich ihr minutiös jeden Schritt aufgeschrieben. Also aufstehen, Kuchen hingemalt. Weil wir aufstehen, erstmal Kuchen backen, Kuchen essen. Dann Geschenke auspacken. Wobei, Quatsch, wir stehen auf und packen erst die Geschenke aus und essen dann den Kuchen. Meine Güte, welches Kind hält das aus? Erst Kuchen essen und dann Geschenke auspacken. Egal, macht wie ihr es wollt. Dann minutiös, dann duschen. Dann, was haben wir denn dann gemacht? Dann kamen meine Eltern, nochmal Kuchen essen. Frühstücken war dazwischen noch. Meine Eltern verabschiedet, extra bewusst verabschiedet vom Mittagessen, damit wir alleine Mittagessen, damit das Kind ein bisschen runterkommt. Wir haben ihr Lieblingsessen gegessen, sind essen gegangen, damit wir nicht zu kochen haben. Bei uns auf der Straße haben wir das gegessen. Nach dem Essen Mittagsschlaf, nach dem Mittagsschlaf Dekoration, nach der Dekoration Gäste begrüßen, dann Kuchen essen, dann zum Spielplatz, Schatzsuche. Nach der Schatzsuche nach Hause, dort Disco und dann Essen und Tschüss und zwischendurch Geschenke auspacken und danach, auch wichtig, den Plan noch weitermachen, danach Geschenke gemeinsam angucken, ein Spiel spielen von den Geschenken, dann ins Badezimmer fertig machen, ins Bett gehen, lesen, das, was sie schon kennt und so weiter. Und erst als sie diesen Plan hatte, war unser Kind ruhig. Sie konnte sich entspannen, sie wusste, was auf sie zukommt. Manchmal denken wir immer, das wissen die alles. Das wissen die natürlich nicht. Die sind noch gar nicht so lange auf der Welt wie wir. Und für unsere Tochter war das ja auch die erste Geburtstagsparty. Woher kann sie es wissen? Na. Ja, das noch. Machen wir sowieso gerne so Abzähldinger und so weiter. Und dann, wichtig auch noch, ist alles wichtig heute, immer alles wichtig, was ich sage. Haben wir, bevor die Gäste kamen, natürlich noch besprochen, welche Spielsachen ins Zimmer kommen und welche Spielsachen bespielt werden dürfen. Außer dem Wohnzimmer waren alle Zimmer tabu. Die Gäste haben auch mitgeteilt bekommen, dass der Gästetisch, also der Gabentisch, tabu ist. Nur fürs Geburtstagskind. Und das Geburtstagskind entscheidet, was sie anfassen dürfen. Das möchte gern gefragt werden. Es waren also keine Spielsachen mehr im Wohnzimmer, weil meine Tochter wollte überhaupt nichts teilen. Und natürlich war der Gabentisch tabu. Das habe ich mitgeteilt. Das war überhaupt kein Problem. Ein Kind habe ich einmal gesehen, nach hinten. Habe gesagt, was machst du da? Ich wollte mein Spielzimmer. Ich sage, du, das ist heute nicht. Heute nur hier. Heute feiern wir. Wenn du das nächste Mal kommst und ihr alleine seid, dann könnt ihr wieder ins Zimmer gehen. Aha, wieder abgedackelt. Ja, teilen. Niemand muss teilen. Das sind die Geschenke. War dann auch gar kein Thema mehr. Ach, dann teilweise wollte sie die Geschenke noch nicht auspacken. War ja irgendwie unangenehm. Gar kein Problem. Niemand muss die Geschenke sofort auspacken. Genau, und dann noch die Begleitung nach dem Geburtstag, alle waren also weg. Dann haben wir uns nochmal die Liste angeguckt, was wir alles gemacht haben. Dann haben wir uns die Geschenke angeguckt. Wir haben so einen Wagen, da sind alle Geschenke drauf. Und dann haben wir, genau, ein Spielgeschenk gekriegt, haben wir das noch gespielt. Dann gab es ein Buch, das haben wir mit zum Vorlesen genommen. Dann haben wir uns von allen Geschenken verabschiedet. Vorher haben wir nochmal überlegt, was fällt besonders, was gefällt uns daran, wie dankbar wir sind. Und dann haben wir beim Bett fertig machen nochmal Happy Birthday Lieder gehört und im zu Bett gehen gelesen. Dann haben wir noch gefeiert und bedauert. Es gab an dem Tag nichts zu bedauern. Und meine Tochter sagte eben, Mama, es war der schönste Tag in meinem Leben. Ja. Und dann haben wir ja noch Tage später ein Ritual entworfen wegen des ganzen Geschenkpapiers. Dazu habe ich eine Story gemacht. Die habe ich meiner Meinung nach abgespeichert. Wenn dem nicht so ist, mache ich dazu natürlich selbstverständlich ein Highlight. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ja, und das ist für mich ein bedürfnisorientierter Kindergeburtstag, weil ich
auf jeden Fall auch für meine Leichtigkeit gesorgt habe. Ich habe geguckt, was ist mein Kind für ein Typ? Also mein Sohn ist ein ganz anderer Typ, das ist ein Action-Typ. Da waren wir in Kletterpark, Trampolinpark, ach weiß ich was, ey, unsere Tochter wird durchdrehen. Ja? Und trotzdem ist es für sie ein unglaublich gelungener Tag und ich habe überhaupt keinen Wettkampf, den ich zu gewinnen habe, der beste Geburtstag. Ich muss auch nicht irgendwie die beste Mama sein oder sonst was. Es ist unsere Feier. Ich bin die Mama, die ich bin. Und ich glaube, die Kinder haben viel mehr davon, wenn wir genau dieses Gleichgewicht schaffen zwischen unserer Leichtigkeit und zu gucken, was ist unser Kind für ein Typ? Was sind die Bedürfnisse, die bei unseren Kindern total wichtig sind? Bei uns ist es die Orientierung. Bei uns ist es die Leichtigkeit auf jeden Fall. Und das steht so im Vordergrund, auch noch die Autonomie, also natürlich mitgestalten zu können, mitentscheiden zu können. Ich habe sie in viele Dinge mit einbezogen. Und wenn sie den Geburtstagskuchen hätte mitbacken wollen, den hat ja die Oma dann gebacken, den für die Kita, dann hätte sie den auch mitgebacken und so weiter. Also wirklich auch von diesen alten Mustern sich zu befreien. Ich habe die auf jeden Fall, weil ich kann mich bei meinen Kindergeburtstagen eher nur daran erinnern. Meine Mutter war schweißgebadet, hatte eine Liste an Spielen, die sie mit uns abzuarbeiten hat. Und die mussten gemacht werden, komme was wolle. Und ja, an meinen Papa kann ich mich überhaupt nicht erinnern an meinen Geburtstagen, nur an meine gestresste Mama. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass wir sagen, ey, wir sind bedürfnisorientiert und auch bei Geburtstagen, wir müssen gar nichts, es muss nichts, es darf alles. Wichtig ist, dass die Bedürfnisse aller im Blick sind. Hier spreche ich übrigens auch für meinen Mann, dem Leichtigkeit auch sehr wichtig ist. Ich kenne keinen Elternteil, dem Leichtigkeit unwichtig ist. Und der hat eben auch Teile dazu beigetragen. Wir haben noch gemeinsam die Geschenke eingepackt. Er hat das Fahrrad aufgebaut und so weiter und so fort. Also da auch zu gucken, sich aufzuteilen. Ich habe gerade die ganze Zeit nur von mir gesprochen. Mein Mann hat natürlich auch ganz viel gemacht. Und auch das bewusst aufzuteilen als Form von Unterstützung auch, die dann auch Leichtigkeit gibt. Nicht ein Teil muss alles machen. Auch da zu gucken, wer macht was lieber, wem liegt was besser. So eine Art Geniezone zu gucken, wo ist deine Geniezone, wo ist meine beim Geburtstag feiern. Ich werde nie vergessen, wir haben bei meinem Sohn mal eine Star Wars Party gemacht. Wahrscheinlich ein paar Jahre älter war da als unsere Tochter. Da hat mein Mann aus Schwarzlicht Planeten gebastelt mit meinem Sohn zusammen und so weiter. Also das ist definitiv nicht meine Geniezone. Wer mir länger folgt, weiß das schon, diese Bastelei. Das ist nichts für mich. Genau, das ist für mich bedürfnisorientierter Kindergeburtstag. Weniger ist mehr. Sorgt für eure Leichtigkeit, guckt, was eure Kinder für Typen sind und traut euch, dazu Ja zu sagen und nicht irgendwem oder irgendeinem Konstrukt irgendwas gerecht zu werden. Und die Kinder werden es lieben. Genau. Und bei uns kriegt keiner Geschenke zum Abschluss. Die Schatzsuche hat ergeben, dass jeder was bekommen hat. Das können sie alle mitnehmen, nur ich bin überhaupt kein Fan davon, jetzt für jedes Kind noch irgendeine Geschenkedose oder Tüte fertig zu machen. Es sind Gäste, die kommen mit ihrer Freude, die müssen auch keine Geschenke mitbringen. Die kommen, wir feiern, wir dürfen Danke sagen für dein Dasein. Das ist ein Geschenk, finde ich. Und Danke zu sagen auch, nur dafür gebe ich jetzt nicht noch ein Geschenk mit. Im besten Fall noch Zucker, nochmal Zucker obendrauf. Na, immer schön rein da, damit die Eltern dann zu Hause irgendwie diese aufgebrachten Kinder haben. Auch das sind die 2,5 Stunden, Punkt 18 Uhr werden die abgeholt. Die Kinder sind relativ entspannt. Die Eltern können die Kinder mit nach Hause nehmen, ohne dass die komplett überfordert sind. Auch das macht natürlich Sinn. Ja, also das war bedürfnisorientierter Kindergeburtstag. Ganz viele Strategien meinerseits. Und ich hoffe, du hast das für dich mitgenommen. Mich würde total interessieren, was jetzt genau. Schreibst du gerne in die Kommentare. Und falls du noch mehr Impulse haben möchtest und die Woche abwesend warst, es gibt noch weitere Beiträge zum Thema bedürfnisorientierter Kindergeburtstag. Schau gern mal rein und ich sage Tschüss und Happy Birthday!